Die Backmount ist eine der dominantesten, wenn nicht die dominanteste Position im MMA. Was genau ist die Backmount? Welche Varianten gibt es? Wie kann ich die für mich nutzen? Das schauen wir uns jetzt an. Grundsätzlich, Backmount ist eine der stärksten Positionen, viele sagen sogar die stärkste Position überhaupt, die ihr haben könnt. Seine Waffen sind nach vorne ausgerichtet, ich bin hinten an ihm dran, wie so ein Rucksack, wie so ein lästiger, kratzender Fleck, an dem er nicht drankommt. Und ich kann ihn nicht nur unheimlich nerven, sondern auch viel Schaden anrichten. In erster Linie bietet sich hier immer der Rear Naked Choke an. Wenn ich hier sitze, habe ich hier immer meine Arme in Höhe seines Halses. Er ist jetzt recht lang, deswegen komme ich hier gar nicht ganz so gut ran. Aber grundsätzlich habe ich hier immer den Arm und kann hier dementsprechend arbeiten. Das bietet sich halt immer an. Fürs MMA deswegen schon, weil ich hier die Position nicht aufgeben muss. Ich kann, wenn ich hier unten drin bin, kann ich hier anfangen zu spielen und versuchen, den Halt zu kriegen, ohne dass ich die Position verlasse. Ich kann aus der Backmount auch, ich kann Armbar machen, ich kann eine Triangle machen. Es gibt sogar Leute, die drehen sich so raus, dass sie hinterher die Beine angreifen. Geht alles und sind auch Alternativen, wenn einem nichts anderes einfällt. Aber im MMA würde ich immer raten, bleibt in der Position, das ist schon schwer genug, wenn er dagegen kämpft, und versucht einen Rear Naked Choke. Schlagen aus der Backmount ist nicht ganz so optimal, wenn ich in ihm drin hänge und ich fange an zu schlagen. Erstens löse ich hier oben meine Kontrolle und ich bin sehr nah dran. Ich kann hier kaum Kraft aufwenden. Also hier zu schlagen ist schon ein bisschen ablenken, um an den Halt zu kommen, kann man vielleicht machen. Aber wirkliches Ground and Pound ist aus der Position kaum möglich. Ich zeige gleich noch eine Variante, wo das doch geht und auch gut geht. Aber jetzt in der normalen klassischen Backmount so eigentlich nicht so gut. Zur Kontrolle. Ihr seht, ich habe meine Beine hier drin. Bei Wettkämpfen hört man oft, dass der Trainer ruft Hooks rein, also die Hooks, die sind oft nicht drin, dann fangen die eher an zu würgen und die Beine sind irgendwie noch so halb raus oder ganz raus und dann hat er alle Möglichkeiten, um da rauszukommen. Eigentlich ist von der Kontrolle, sind die Beine fast wichtiger als das, was hier oben macht. Die müssen drin sein. Was mache ich hier? Ich mache einfach so eine Gegenbewegung, das heißt, meine Unterschenkel drücken nach hier und meine Oberschenkel hier rein. Ich verkante mich hier so drin. Das ist so quasi meine Kontrolle. Unten. Er gibt noch eine andere Kontrolle, die sehr häufig vorkommt, kann ich bei ihm jetzt gar nicht machen, kannst du einmal bei mir machen. Und zwar, dass er in die Triangle geht, er schließt also die Beine so zusammen. Wie gesagt, kann nicht jeder machen, ich bei ihm nicht, habe zu kurze Beine, geht nicht. Er kann es bei mir aber machen, die ist noch übler, die Kontrolle. Hier rauszukommen geht auch, ist aber wesentlich schwerer, wenn er die gut hält. Okay. Um die Backmount einmal so ein bisschen im Kopf zu kriegen, die ist gar nicht allzu weit entfernt von der Guard und von der Mount, von der Grundidee. Guard und Mount sind natürlich vollkommen andere Positionen, mit ganz anderen Techniken, mit ganz anderen Aufgabegriffen, Ground and Pound, komplett anders. Aber was sehr ähnlich ist, oder wie ich das einmal erklären will, ist, wenn er sich jetzt zu mir dreht und ich habe hier meine Beine immer so, ist er in der Guard. Im Grunde genommen hat sich nichts verändert, außer dass er seinen Körper zu meinem gedreht hat. Ich gehe noch einmal zurück. Ihr seht meine Beine hier, ich habe nichts gemacht. Nur seine Drehung hat die Position verändert. Machen wir mal lang die Beine. Genau. Wenn ich mich jetzt quasi so rumdrehe, ihr seht, meine Beine ändern sich auch nicht. Ich drehe mich einfach nur so rum. Bin ich in der Mount. Also ist das, was die Beine machen, die Hüftumklammerung quasi, ist bei allen drei Positionen gegeben. Nur der Unterschied der drei Positionen, der ist riesengroß. Einfach nur mal so zum Verständnis, dass das sehr schnell passieren kann. Wenn er es also schafft, sich zu mir zu drehen, ist er in der Guard. Genau. Und hat die Top-Position im MMA. Wenn er sich befreien will und ich schaffe es, auf ihn hochzuklettern, wenn er jetzt zum Beispiel sich irgendwie so bewegt, ich komme hier mit hoch, bin ich wieder in der Mount. Einfach nur mal so vom Verständnis. Okay. Unten die Kontrolle haben wir erklärt. Was mache ich hier oben? Natürlich will ich hier oben würgen. Grundsätzlich ist aber gut, um überhaupt die Position zu kriegen, dass ich erstmal in so eine Grundkontrolle reingehe. Sogenanntes Seatbelt. Das heißt, einer ist mit Würgearm, der ist hier oben am Hals. Und der andere Arm ist hier unter, wie so ein Underhook, unter seiner Achsel hier. Und jetzt lege ich die eine Hand auf die andere und kann mich hier festhalten, wie so ein Rucksack. Und dann entsteht oft so ein Kampf um die Hände. Wenn ich es schaffe, unter sein Kinn hier zu kommen, hat er das Spiel eigentlich verloren. Also hier drin ist schon, das dauert dann nicht mehr lange meistens. Also hier rauszukommen ist schon echt verdammt schwierig. Deswegen ist sein Ziel eigentlich, das Kinn unten zu lassen, als erste Verteidigung. Dann ist es schon schwierig für mich, da überhaupt reinzukommen. Kleines Detail, wichtiges. Wenn ich hier so bin, greife ich nicht mit der Würgehand auf die Hand, weil ich meine Würgehand wegziehen kann. Wenn ich so rum mache, hat er viel weniger Platz für die Würgehand. Wenn er jetzt zieht, also dann wird er meistens den hier greifen.
dann ist es auf jeden Fall schwerer für ihn, an die Würgern dran zu kommen. Kleines Detail, also wenn er die wegzieht, hier, dann bin ich hier drin. Ist nur eine Kleinigkeit, aber die kann ganz schön entscheidend sein, wenn es hier wirklich um diesen Kampf geht. Okay? Ich will also meine Würgerhand immer verstecken. Gut. Achso, genau. Jetzt zeige ich das hier so aus so einer totalen Superposition. Die kommt im Kampf eigentlich nicht vor, dass ich hier hinter ihm sitze und wir hier arbeiten. Meistens fallen wir auf eine Seite, das ist eine Sache. Entweder auf die hier. Die ist für mich optimal, weil wir jetzt auf meinen Würgearm fallen. Das ist für ihn schwerer, sich zu befreien. Auf Befreiung gehen wir noch ein. Aber dann ist für ihn schwerer, da rauszukommen. Und mein Würgearm kann er nicht mehr wegbewegen, weil da der Boden ist. Für mich also zwei kleine Vorteile oder sogar große Vorteile. Wenn wir auf der anderen Seite liegen, dann hat er die Möglichkeit, dann hat er den Weg nach oben hin frei und könnte sich dadurch dann auch genau, viel besser befreien. Also wenn ihr mal in die Backmount kommt und ihr merkt, ihr fallt zur Seite, dann sucht euch die Würgeseite aus. Während er genau die andere Seite will. Ja, da sieht man dann halt schon zwei Positionen in der Backmount seitlich. Und dann gibt es dann noch die Position, geh einmal in die Turtle. Ja genau, war so ein bisschen auf, dass ich einmal reinkomme, genau, dass die Hooks quasi hier drin sind. Und ich bin hier oben in der Backmount. Kann es hier auch arbeiten. Und jetzt, wo er schon so krumm ist, merkt man schon so diesen Nachteil dieser Backmount. Der Nachteil ist, das ist für mich hier total instabil. Jetzt machen viele Folgendes, um wieder in die Seite zu kommen, dass man sich zur Seite hin bewegt und ihn quasi zur Seite kippen will. Erstens kann er da sehr stabil sein, weil er seine Flügel hier ausfahren kann. Und zweitens ist für mich immer die Gefahr, dass ich hier runterrutsche und er wieder hochkommt in die Guard. Und dann habe ich meine schöne Position aufgegeben. Deswegen besser, gerade fürs MMA, ist, wenn ich schon mal hier oben drin bin, dass ich ihn lang strecke. Das heißt, ich selber strecke mich jetzt einfach quasi in die Länge. Ich mache Druck mit meinen Beinen dahin und mit meinen Armen kann ich hier unten so ein Widerlager bilden hier und ihn nach da ziehen. Das heißt, da reicht meistens auch eine Hand, wenn ich mich hier abstützen will und ich ziehe ihn dann hier flach. Bob. Ich mache ihn einmal hier so platt und jetzt bin ich eigentlich wie in einer Mount-Position, stabilisiere ich ihn hier, nur dass ich die Backmount habe. Und von hier ist Schlagen tatsächlich eine gute Alternative. Hier kann ich mich aufrichten und richtig schön hart, nicht Hinterkopf, an die Seite reinpflastern. Und das ist eigentlich K.O.-Schlagen vielleicht, aber der Effekt ist eigentlich, dass er anfängt sich zu bewegen, kommt hoch und ich irgendwann doch hier in die Show komme. Also von hier aus Schlagen ist okay, alle anderen Varianten, Backmount, ja, nicht ganz so geil. Das mal als Idee nur, wenn ihr oben drauf seid, macht ihn lang, zieht ihn platt. Wenn er platt ist, bin ich hier viel stabiler, kann mich besser halten und kann arbeiten. Eine gute Backmount ist dreidimensional. Das heißt, egal wohin er sich bewegt, ich hänge da dran wie so ein Rucksack. Das wird ganz viel über diese Kontrolle hier gesteuert. Ich muss hier immer Spannung haben und mitarbeiten. Ich muss mich auch mitdrehen, damit ich hinten drauf bleibe. Probier das gleich mal aus. Also seine Aufgabe ist jetzt, sich einfach zu bewegen, zu drehen. Genau, er kann sich so drehen, genau. Zwischendurch muss ich mal loslassen, abstützen. Bin hier wieder drin. Wenn ich das, mache ich ihn hier flach. Hat nicht geklappt, er dreht sich hier hin. Ihr könnt damit immer wilder werden mit der Zeit und versuchen, da dran zu hängen wie so ein Rucksack, der zu fest zugezogen ist. Das ist eine gute Übung, um das Verständnis von den Kontrollen zu kriegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In Zukunft werde ich auch die anderen Positionen in ähnlicher Art und Weise erklären. Wenn ihr dabei bleiben wollt, jeden Mittwoch 16 Uhr ein neues Video für euch. Abonniert meinen Kanal. Bis dann.